Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich hier saß und ein Video gedreht habe, aber jetzt drehe ich es endlich. Es ist zwar ein bisschen verspätet, aber ich zeige euch meinen Lesemonat für den Mai. Eigentlich wollte ich meine Neuzugänge abdrehen, aber da muss ich nochmal gucken, was alles bei mir eingezogen ist, weil ich habe die Bücher alle schon einsortiert und habe vergessen, sie stehen zu lassen. Und ja, aber hier ist mein Lesemonat. Ich zeige euch die Bücher, die ich gelesen habe. Habe ich vorhin Mai gesagt? Nee, ich meinte April. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Mai gesagt habe, ich glaube aber schon. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ja, das erste Buch, was ich euch zeige, ist Secret Game von Stefanie Hasse. Das Buch habe ich gemeinsam mit Ella und Esther in einer Lesegruppe gelesen. Und ich muss sagen, es hat mir ziemlich gut gefallen. Es ist so ein, ja, es ist so ein Misch aus Gossip Girl und ich glaube, Leute, die dieses One of Us is Lying oder Beautiful Liars gelesen haben, könnten das auch mögen. Ich kenne die Bücher nicht, aber ich habe das in ein paar Rezensionen gelesen. Ich meine, das steht sogar hinten. Genau, eine Mischung aus Gossip Girl, Eiskalte Engel, Beautiful Liars und One of Us is Lying. Ja, es geht hier halt um ein Spiel und ja, wenn man mit diesem Spiel nicht so ganz kooperiert, wie es das möchte, dann ja, blühen einem ziemlich fiese Dinge. Und ich muss sagen, ich fand es super, super interessant. Ich habe die ganze Zeit mitgefiebert, weil man fiebert halt mit, wer ist dieser Spielleiter? Das ist halt das, was man in diesem Buch herausfinden möchte. Weil, ja, die Leute haben halt irgendwann die Schnauze voll und haben keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen und möchten dann halt quasi, ja, den Spielleiter herausfinden, um ihn dann ja zur Rede zu stellen oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich fand das Buch wirklich super, super spannend. Es ist so eine kleine Liebesgeschichte inklusive und ich mochte es echt gerne. Es ist so, teilweise sind ein paar Kapitel aus ja, quasi so aus der Sicht X geschrieben, wo dann halt der Spielleiter quasi agiert oder was auch immer. Und das war super interessant. Man hat irgendwie, hat man immer wieder gedacht, es wäre dann doch jemand anderes und immer die Person, von der man geglaubt hat, dass sie es ist. Das wurde dann wieder umgeworfen. Ich muss zwar sagen, ab einem bestimmten Punkt ja, war es irgendwie vorhersehbar. Man konnte, also wir haben uns relativ schnell denken können, wer die Spielleitung ist. Und ich muss sagen, das Ende hat mir leider nicht ganz so gut gefallen, weil mir das einfach alles viel zu schnell ging. Am Ende hätte ich gerne ein bisschen mehr Erklärung gehabt. Das war einfach so, ja, die und die Person ist die Spielleitung aus dem und dem Grund und bam, bum, fertig und das Buch ist zu Ende. Und das war mir einfach zu kurz. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Drama gehabt, ein bisschen mehr Erklärung einfach. Das hat mir hier bei dem Buch gefehlt, aber ansonsten so die Spannung über die Geschichte hinweg hat mir gut gefallen und ja, mochte ich echt gerne. Ich habe ja gesehen, die Autorin bringt jetzt bald schon wieder ein neues Buch raus, was auch in diese ja, also ich sage immer Jugendthriller dazu Richtung geht. Ja. Dann habe ich beendet Sturmtochter 3. Yay, ich habe mal eine Reihe beendet und nicht wieder immer nur 100 Stück neue angefangen. Obwohl, ich habe zwei Reihen beendet diesen Monat, weil ich bin so stolz auf mich. ja, Sturmtochter 3. Ich kann nicht allzu viel zum Inhalt sagen, weil ich euch natürlich sonst spoilern würde. Das wäre super scheiße. Aber ich kann euch sagen, das Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Ich fand das so, so spannend. Also wirklich. Ich muss zwar sagen, am Anfang hat es sich meiner Meinung nach so ein bisschen gezogen, bis es dann zu dem Punkt kam, wo es so richtig in Fahrt gekommen ist. Aber ansonsten, ich fand das Buch einfach klasse. Ich fand die ja, Beziehungen, die sich so entwickelt haben zwischen bestimmten Charakteren, fand ich toll. Ach, ich mochte es einfach richtig, richtig gerne. Und es ist auf jeden Fall eine tolle Reihe mit einem tollen Fantasy-Thema, wie ich finde. Und es ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich auch nochmal lesen würde, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Und es hat sehr viel Wendungen genommen, mit denen ich so noch nicht mal gerechnet hätte und ja, sowas mag ich halt immer an Büchern und deswegen bin ich einfach mega happy, dass ich jetzt mit dieser Reihe durch bin und ganz davon abgesehen sind die Cover einfach wunderschön und sie passen so gut zur Geschichte, finde ich. Naja. Dann eines meiner Highlights diesen Monat. Und zwar habe ich mit der lieben Christine, ich werde euch ihren YouTube-Kanal auch unten in der Infobox verlinken, Verity gelesen von Colleen Hoover.
Holy shit, was für ein Buch. Also wirklich, dieses Buch hat mich fertig gemacht. 5-Sterne-Buch, definitiv. Das hat, also wirklich, ich konnte abends nicht schlafen, weil ich einfach wissen wollte, was es mit diesem Ganzen auf sich hat. Ja, es geht hier um unsere Protagonistin Loan. Und ja, Loan ist eine Autorin, leider nicht ganz so erfolgreich. Aber dann bekommt sie einen Auftrag, denn sie soll von einer erfolgreichen Autorin, nämlich von Verity Crawford war es genau, soll sie ein Buch zu Ende schreiben, weil Verity, ja, wegen eines Unfalls daran gehindert ist und das Buch nicht selbst schreiben kann. Und ja, so kommt dann eins zum anderen und unsere Protagonistin Loan kommt in das Zuhause von Verity und ihrem Ehemann Jeremy. Zu Jeremy spürt sie so von Anfang an direkt so eine bestimmte Chemie. Wieso, weshalb, warum, das verrate ich euch nicht. Auf jeden Fall möchte sie dann dort halt, weil Verity halt ihre ganzen Unterlagen dort aufbewahrt hat und quasi die Geschichten schon vorgeplant hat und alles, möchte sie halt dort die Notizen durchsehen und findet dann ein Tagebuch. Und dieses Tagebuch ist richtig, richtig krass. Mehr möchte ich nicht verraten, weil ich mehr auch nicht wusste. Mehr steht auch nicht vom Klappentext her drauf. Und oh mein Gott, das Buch, das war so krass. Es war so krass. Und ich muss euch sagen, ich glaube, das ist eins der Bücher, wo das Ende, also das Ende ist, also das Buch war schon richtig, richtig geil, bevor man dieses Ende gelesen hat. Aber das Ende hat nochmal eins draufgesetzt. Es hat so richtig eins draufgesetzt. Es lässt einen einfach verwirrt zurück. Es lässt einen zurück, dass man sich so denkt, nein, das kann jetzt nicht das Ende sein. Und ja, es ist einfach richtig, richtig heftig. Es ist so Thriller-mäßig. Die Liebesgeschichte steht hier wohl eher an letzter Stelle, würde ich sagen. Also die ist nicht im Vordergrund, die Geschichte. Wenn ihr solltet euch nicht von diesem Cover täuschen lassen und auch wenn ihr jetzt so eine Colleen Hoover-Geschichte erwartet, so eine typische, also so eine typische Liebes-Kitsch-Heul-Geschichte, wie Colleen Hoover sie normalerweise schreibt, dann werdet ihr hier wirklich enttäuscht werden, weil das ist es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Thriller, würde ich schon sagen. Und es ist einfach nur krass und schockierend. Und ich musste so oft das Buch zuschlagen, weil ich mir das nicht glauben konnte, was da für Dinge drin standen. Und ja, ich fand das Buch einfach unglaublich geil. Und ich hoffe, Colleen Hoover schreibt mehr solcher Dinge, weil ich finde, sie hat das auch unglaublich drauf. Es ist zwar ein anderes Genre, aber ich finde das auch von ihr super gut. Also es gefällt mir echt mega. Dann ein Buch, was eigentlich auch, also das, dieses Buch, was ich euch jetzt zeige, und Verity waren, glaube ich, so meine Highlights. Und zwar Never Too Late von Morgan Moncomble. Ich hatte ja auch ein Interview mit der Autorin und ich habe ja auch Band 1 gelesen und ich mochte Band 1 ja so unglaublich gerne. Und ich muss sagen, in Band 1, wurde man schon richtig neugierig auf die Charaktere von Band 2, weil die Geschichten spielen parallel, also sie spielen nicht nacheinander, sondern parallel, was bedeutet, hier in diesem Buch finden wir auch nochmal Szenen, also beziehungsweise wir finden uns in Szenen wieder, die wir schon aus Band 1 kennen. Allerdings geht es hier um Jason und Zoe und ich fand die beiden echt toll. Wir erfahren viel über Zoes Vergangenheit, die ich teilweise wirklich sehr schockierend fand und verstörend. Aber es hat mir so gut gefallen. Ich mochte Jason total gerne. Er war irgendwie nicht so der typische Bad Boy, obwohl ich die liebe. Aber er war so auf seine Art und Weise ganz besonders. Und ich fand die beiden wirklich, wirklich toll. Und ich finde, bei den beiden hat einfach die Chemie total gestimmt. Und für mich passen die einfach total zusammen. Das war so, ja, wie so Arsch auf Eimer irgendwie. Und ja, es ist auch wieder sehr humorvoll. Die beiden liefern sich in ihren Gesprächen immer sehr viele, immer einen tollen Schlagabtausch. Und es ist immer witzig gemacht. Und ach, ich fand das wirklich, ich fand das ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, welche Geschichte mir besser gefällt. Obwohl ich glaube, ich im Endeffekt sagen würde, dass mir fast die zweite Geschichte besser gefallen hat. Der Schreibstil der Autorin ist unglaublich. Und ja, das Setting, wir sind halt in Paris. Die Autorin ist ja auch aus Frankreich. Und ich finde es richtig, richtig cool. Ich mochte es total gerne. Und wie gesagt, ich mochte die Einblicke in Zoes Vergangenheit auch super gerne. Das war mal wieder so ein bisschen was anderes. Das hatten wir in Band 1, glaube ich, nicht. Also jedenfalls so nicht. Und das fand ich richtig toll.
Und ja, es war einfach richtig cool. Ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, dass die Geschichten zeitgleich spielen. Aber ja, ich möchte auch nicht allzu viel jetzt zu dem Buch sagen, weil ich dazu noch eine Rezension gerade abgedreht habe. Und deswegen würde ich sagen, wir machen direkt mal weiter mit den nächsten zwei Büchern. Und zwar habe ich gelesen A Princess Stolen von Mila Olson. Das Buch habe ich von Mein Wunder zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Übrigens habe ich Never Too Late auch bekommen von Lux Verlag, aber ich vergesse es immer zu sagen. Auf jeden Fall, ja, Mila Olson, von ihr habe ich ja diese Entführt-Reihe gelesen, beziehungsweise die ersten beiden Bände, meine ich, genau. Auch hier geht es um eine Entführungsgeschichte. Mir hat die Geschichte auch sehr, sehr gut gefallen. Genau. Ich muss sagen, es ist so Dark Romance angehaucht, aber es ist eher noch so ziemlich harmlos, finde ich. Aber nicht langweilig, im Gegenteil. Ich finde, man hat trotzdem die ganze Zeit mitgefiebert. Man wollte wissen, wie es weitergeht. Ich mochte die weibliche Hauptprotagonistin sehr, sehr gerne. Durch den männlichen, da konnte ich nicht so wirklich durchblicken. Der war für mich sehr mysteriös, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Aber ja, ich mochte es echt gerne und ich habe mir direkt Band 2 bestellt, weil dieses Buch einen so verdammt fiesen Cliffhanger hat. Ich sag es euch. Es war wirklich, wirklich gemein. Ich musste direkt den zweiten bestellen und ich habe gehört, beziehungsweise die Christine hat mir erzählt, dass der ba zweite Band noch dunkler ist, also noch böser und dunkler und das hat sich am Ende von Band 1 schon so ein bisschen angekündigt und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt darauf und. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ganz davon abgesehen, das Cover ist ein Traum. Wirklich ein Träumchen. Und das nächste und letzte Buch, das habe ich gehört eigentlich, aber ich pack's trotzdem in den Lesemonat, weil ja, ist halt so. Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola Jun. Davon habe ich immer sehr, sehr viel Gutes gehört. Es geht hier um Madeleine, keine Ahnung, wie die heißt. Genau, und die darf aufgrund eines Immundefekts das Haus nicht verlassen und kennt deswegen nichts anderes außer ihre vier Wände. Und ja, aber dann zieht nebenan ein neuer Junge ein. Und ja, die beiden lernen sich kennen und plötzlich stellt Madeline irgendwie so alles ein bisschen in Frage und möchte versuchen, ein bisschen mutiger zu sein. Ich muss sagen, mir hat das Buch so mittelmäßig gut gefallen. Das war jetzt kein Buch, wo ich sagen würde, das muss man gelesen haben oder das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich muss sagen, es hat mir gegen Mitte, Ende des Buches hat es mir besser gefallen als am Anfang, aber das war jetzt kein Überflieger für mich. Also ich würde es jetzt nicht nochmal lesen. Es war eine nette Geschichte für zwischendurch, aber ja, das war es auch schon meiner Meinung nach. Und ja, das war es auch schon dann mit meinem Lesemonat. Diese Bücher habe ich gelesen im April. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie viel ihr so gelesen habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Lesemonat, obwohl ich gedacht hätte, dass ich mehr lesen würde. Einfach wegen dieser ganzen Corona-Zeit und man war ja viel zu Hause und ja, aber irgendwie hat das doch nicht so gepasst. Aber das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich bin richtig, richtig happy mit meinem Lesemonat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!